Frohe Ostern und schön, dass ihr wieder dabei seid bei den Edeka Genussmomenten mit Easy. Ich habe heute den Klassiker der Osterfeiertage mitgebracht, den falschen Hasen. Los geht's! Für dieses Rezept brauchen wir gemischtes Hackfleisch, 600 Gramm. Wir brauchen ungefähr anderthalb Brötchen vom Vortag. Wir haben hier zwei, deswegen halbiere ich eins. Und dann kann sich das schön vollsaugen. Die Brötchen, genauso wie das Hackfleisch, die geben eine gewisse Bindung und Saftigkeit in unserem Braten später. Da das Wasser noch nicht kocht, fangen wir schon mal mit der Hackfleischmasse an. Dafür brauchen wir zwei ganze Eier. Dann schauen wir unsere Brötchen nochmal an. Die haben sich jetzt, seht ihr das? Die haben sich vollgesogen. Jetzt drücken wir die Brötchen aus, damit wir die unnötige Flüssigkeit loswerden, die wir nicht brauchen. Als nächstes brauchen wir ungefähr 70 Gramm Zwiebeln und eine Knoblauchzehe. Zack, andrücken. Jetzt die Zwiebel. Was fehlt uns noch? Ganz genau, die Würze, das heißt Salz, das heißt Pfeffer und ein Esslöffel Dijon-Senf. Unser Wasser kocht und wir geben die Eier mit einem Löffel da rein. Wir kochen die Eier 7 Minuten lang, weil das Eigelb uns sonst zu flüssig wäre oder zu durch. Mir fehlt hier noch ein bisschen Farbe, deswegen nehme ich etwas Schnittlauch. Jetzt haben wir den Schnittlauch schön fein geschnitten, damit sich das besser in der Masse verteilt und damit überall was Grünes drin ist. Jetzt gießen wir die Eier ab und jetzt schrecken wir die Eier etwas ab. Jetzt kneten wir unsere Hackmasse mit den Händen durch, damit A, das Eiweiß austreten kann und B, damit wir eine bessere Bindung haben und eine schöne Verteilung von allen Zutaten in der kompletten Masse. Ich würde beim Vermengen immer die Hände nehmen. Alternativ würde ich einen Knethaken in eine Küchenmaschine benutzen. Die Masse ist jetzt fertig, jetzt brauchen wir die Ummantelung. Etwas, das unseren falschen Hasen so richtig schön edel macht. Und dazu nehmen wir Speck. Wir nehmen ein Blatt Backpapier. Unten ist das Fett, oben ist das Fleisch. Ich würde das so anfangen zu legen, dass das Fleisch in die eine Richtung zeigt und das Fett in die kürzere Richtung zeigt. Und dann genau das gleiche wiederholen. Wenn wir unseren Hackbraten später einwickeln, sehen wir nämlich die Fleischseite und nicht die Speckseite. Ich würde ungefähr 14 bis 16 Scheiben Speck nehmen. Das hängt ja auch zum größten Teil davon ab, wie dick die Speckscheiben sind. Die ziehen sich später nämlich zusammen. Jetzt nehmen wir die Hackmasse und geben das auf den Speck drauf. Das Hackfleisch muss ungefähr überall gleich dick sein, außer diese Rille, damit die Eier nicht wegrollen. Wichtig ist, dass der Speck nicht komplett bedeckt wird. Das muss ein bisschen was oben und unten rausgucken. Unter einer Seite muss man den Speck ein bisschen sehen können. Sonst kann man das Ganze später viel schlechter einklappen. Die sind nicht hart gekocht. Deswegen pelle ich die ganz vorsichtig. Und dann kommt das erste Ei auch schon in die Mitte. Die Eier, wie ihr sehen könnt, müssen etwas von dem Rand entfernt sein. So, damit die nicht rausgucken, damit die ebenfalls vom Speck ummantelt sind. Jetzt schlagen wir das Ganze ein. Und jetzt wickeln wir die einen Enden des Specks unter die anderen, drücken die Masse noch ein bisschen an und dann rollen wir das nochmal ein. Und hier verschließen wir jetzt die Enden. Von außen nach innen. Also die Specknaht ist unter dem Braten und so bleibt er auch liegen und so geht er auch in den Ofen. Für unser Röstgemüse brauchen wir Knollensellerie, Lauch, Möhre, Zwiebeln und Petersilienwurzel. Das brauchen wir nicht zu schälen, das wäscht man einfach einmal ganz kurz und das reicht. Ich würde das ganze Gemüse einfach gleich groß schneiden. Das reicht vollkommen aus, damit es auch schönen Röstaromen bekommt und schöne Farbe. Ich nehme das Grüne von dem Lauch, das Weiße kann man auch für einen Salat verwenden zum Beispiel. So, hier haben wir unseren falschen Hasen. Das ist das Röstgemüse, das wischen wir auf dem Brett ein bisschen. Davon geben wir was aufs Blech. Und dann geben wir etwas Geflügelbrühe zum Gemüse. Ich habe den Ofen auf 175 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Jetzt geben wir den falschen Hasen da rein für circa eine Stunde. Da ist das Goldstück. Guckt euch den an. Wir machen jetzt Folgendes.
Wir kratzen jetzt alles, was nicht zum Braten gehört, in diesen Topf, geben den restlichen Geflügelfond drauf, kochen das auf und machen daraus eine richtig leckere Soße. Dafür nehmt ihr am besten so eine Palette oder einen Löffel, das geht auch. Zack, jetzt kommt das Gemüse da rein. Das hier ist alles Geschmack. Der Braten ist jetzt bei 65 Grad im Ofen und bleibt da erstmal warm. Wir kümmern uns jetzt um die Soße. Jetzt gebe ich da ungefähr 200 Milliliter Wasser hinzu und lasse es ordentlich aufkochen. Der Soßenansatz schmeckt schon mal richtig gut, würzig. Ich schmecke den falschen Hasen raus, ich schmecke das Gemüse raus. Der nächste Schritt wäre, das Ganze einfach durch ein Sieb durchpassieren und mit Stärke zu binden. Die Stärke wird vorher immer mit Wasser aufgelöst. Jetzt haben wir die Soße mit der Maisstärke einmal aufgekocht und so sieht unsere Soße nach dem Binden aus. Der sieht echt hammermäßig aus. Der ist super gut. Der ist richtig, richtig lecker. Der ist würzig, der ist saftig. Ich schmecke diese schöne Specknote. Also der sieht doch mal hammermäßig aus. Endlich mal wieder ein Klassiker, den man beim nächsten Familienessen servieren kann. Ihr Lieben, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch geworden ist. Bis zum nächsten Mal, euer Izzy.